So, gespeicherten Speicher laden. Ja, genau den da. Kommt schon. Na, geht doch. So. Da ich jetzt scheinbar verstanden habe, wie das funktioniert hier. Ich mal das hier versuchen. Und mal gucken, wo es jetzt liegt. Oh. So funktioniert das also nicht. Schön zu wissen. Oh, das heißt so. Dann klickt ihr, wie sagen, hier hin. Dann würde ich sagen, ups. 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 Ups, dann ups. Ups, und dann da rein. Okay. Ja, wie ich mir gedacht habe. Was? Nicht dein verfickter Ernst, oder? Alter. Schön, dass es auch mal funktioniert. Na scheiße, den Scheiß hatten wir doch vorhin schon mal. Ach. Gut, der fliegt dahin, dann hier rum, dann darum. Also dreh ich es darum. Ach so, ich muss das auch nach Farbe machen. Ich verstehe. Deswegen ist der auch eben rumgerollt. Ja, und jetzt habe ich die gelbe Kugel. Ups. 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 Ich muss mich mal ändern, so. Ups. So, der nächste. Dum, 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 dum. Passt. Jo. Okay, 55%. Speichern. Oh, ein Zauberbuch. Das ich verfehlt habe. Yay. Mach hin. Hätte ich gewusst, dass du das so scheiße langsam lädst, so blödes Laufwerk. Und dass ich nur an der Stelle gespeichert habe. Yay. Ein neuer Zauber?
Hervorragend! Das ist ein magischer Offensivschild, den ich ab sofort bestens in Nahkämpfen einsetzen kann. Allerdings dient er nur dem Angriff. Er bietet mir keinen Schutz vor den Waffen meiner Feinde. Okay, interessant. Ich bin neugierig. Ja, oder was bist du? Cool. Hey, halt! Niemand darf Schachtown ohne meine Erlaubnis betreten. Entweder du tust mir einen sehr großen Gefallen, um dir das Zutrittsrecht zu verdienen, oder du kannst gleich wieder dahin gehen, woher du gekommen bist. Solltest du Schachtown mit deinen eigenen Augen sehen wollen, dann solltest du mir eventuell bei folgendem Problem behilflich sein. Vor zwei Tagen wurde eine unserer Karawanen hier ganz in der Nähe von diesen hinterhältigen Feuergesichtern angegriffen. Es gelang unseren Männern zwar, ihr Leben zu retten, aber ihre Waren liegen teils immer noch kreuz und quer dort draußen verteilt. Wahrscheinlich sind die meisten wertvollen Dinge darunter inzwischen eh schon eingesammelt worden, aber was ich noch unbedingt aus diesen Kisten brauche, sind mehrere Drosen. Das sind spezielle Steine, die wir zu einem bestimmten Zweck brauchen, über den ich dir aber nichts sagen kann. Wenn du es schaffst, mir 7 davon zurückzubringen, dann werde ich sehen, was ich hinsichtlich einer Zutrittsgenehmigung für dich machen kann. Da du es geschafft hast, mir die Drosen zu bringen, hast du ab sofort das Recht, Schachtown zu betreten. Möge es dir in der Wiege des Handels immer gut ergehen. Hey, Wache! Du hast gehört, was ich gesagt habe. Geh zum Handelsmeister und überbringe ihm die Nachricht, dass dieser Steamer Dreamer hier in die Stadt eingelassen wurde. Bin schon dabei. Okay, verdächtig. Und eine Sache noch. Ja, Boss. Beeil dich gefälligst, sonst könnte es passieren, dass unser Gast vor dir dort ist. Ich glaube, da unten fehlt noch einiges, was aufgedeckt werde, hätte können, oder? Na egal. Ich hoffe, ich habe alles. Endlich bin ich in Schachtown. Das hat ja ganz schön gedauert, bis ich hier war. Hoffentlich kann mir hier jemand sagen, wo Helmataros mittlerweile zu finden ist. Eigentlich müsste auch Fredo, mein alter Bekannter aus dem Hive, hier leben. Ich denke, ich sollte mich mal nach ihm erkundigen. Er würde mir sicher helfen. Niemand verlässt die Stadt. Okay. Ich kümmere mich hier um die Pop-Pops. Bitte geh nicht zu nah ran. Es ist ganz schön gefährlich, wenn sie mit ihren Füßen herumstampfen. Okay. Hop hops, ich finde den Namen immer noch lustig.
Was willst du denn hier? Ich dulde keine Fremden in meinem Haus. Raus! Okay. Was willst du denn hier? Ja. Normal, ja. Sonst lässt mich jeder rein, aber nicht. Hallo, junger Mann. Wenn du eine Eisenkugel hast, dann können wir zusammen ein Spielchen wagen. Okay. Ich kann hier jetzt nicht weitermachen, weil die Wand so hart ist. Man sagte mir, ich solle sie aufgraben, weil ein Rohr lecke. Dabei ist sie knochentrocken. Aber überprüfen muss ich das auf jeden Fall. Ich denke, um diesem Problem hier Herr zu werden, wäre etwas Explosives das Beste. Hast du vielleicht zufällig eine Bombe bei dir? Ja. Hey, was ist denn jetzt los? Der Dampf wird weniger. Bei meinen Nierensteinen, da muss irgendetwas kaputt sein. Au, Backe. Das ist jetzt aber ordentlich schiefgegangen. Jetzt hat das Zuführungsrohr für das Dampfbad ein riesiges Loch. Großartig. Du solltest mir mit deinen tollen Hilfsmitteln dabei helfen, das Rohr in der Wand zu reparieren und nicht es ganz und gar kaputt zu kriegen. Weißt du was? Den Schlamassel darfst du jetzt ausbaden. Ohne deine blöde Bombe wäre das jetzt alles nur halb so schlimm. Nein, hey, so nicht. Ich hab die Bombe nicht gelegt. Das warst schließlich du. Nix da. Hey, was ist denn hier los? Im Dampfbad gibt's keinen neuen Dampf mehr. Was stehst du da und schaust mich an? Hast du noch nie einen alten Mann gesehen? Na, tu lieber was! Ich war's nicht. Er war das. Es war seine Bombe. Eine Bombe? Bist du des Wahnsinns? Was machst du denn hier mit Bomben? Du solltest besser schauen, ob du das Loch in den Zugangsröhren für den Dampf mit irgendetwas verschließen kannst. Aber ich... Schon gut. Vielleicht war ich gerade etwas grob zu dir, aber alte Männer sitzen nun mal nicht gerne frierend in der Gegend herum. Wenn du es schaffst, das Rohr ordentlich zu reparieren, dann soll mir das auch eine kleine Belohnung für dich wert sein. So schwierig für dich? Ha, lass ich nicht lache. Sieh zu, wie du jetzt das Rohr reparierst. Und die Schaufel kannst du dir auch gleich nehmen. Die brauche ich ja jetzt sowieso nicht mehr. Arschloch. Okay. Okay, mal sehen, wo ich die gebrauchen kann. Hallo, Melvin. Wie schön, dich wohlbehalten wiederzusehen. Wie du dir wahrscheinlich denken konntest, habe ich es auf deinen Rat hin geschafft, aus dem Hive herauszufinden. Glücklicherweise habe ich mich auch bald danach einer Schachkarawane anschließen können. Sie haben mich nach Hause transportiert, damit ich mein Bein auskurieren konnte. Jetzt bin ich aber wieder topfit und werde bald zu meiner nächsten Handelsreise aufbrechen. Ich habe übrigens immer noch eine Streitaxt, die ich damals im Hive gefunden habe. Warum nimmst du sie nicht als Zeichen meiner Dankbarkeit, weil du mir das Leben gerettet hast, als mein Geschenk an dich an? Schau dich doch einfach mal in der Stadt um. Vielleicht findest du etwas Interessantes. Okay. Streitaxt. Schön. Und bist du auch gleich hysterisch? Bist du auch ein Händler? Du siehst überhaupt nicht wie einer aus. Hm.
Möchtest du etwas kaufen? Oder verkaufen? Dafür nicht mehr viel. Okay, guck ich mal. Ja, ich denke, das sollte okay sein. Hier läuft die Truhe schon über voll Gold. Sonderklang. Die Hausarbeit ist wirklich das Übelste, was man einem Schach auftragen kann. Schau nur, wie viele Goldmünzen hier herumliegen und poliert werden müssen. Okay. Ein Eimer. Was auch immer ich damit soll. Verschwinde hier, Kleiner! Okay. Aggressiv. Diese Pflanze sieht so aus, als hätte hier erst vor kurzem jemand gegraben. Okay. So. Diese Pflanze sieht so aus, als hätte hier... Ist es dir schon gelungen, das Rohr wieder zu reparieren? Mir ist inzwischen ziemlich kalt. Ja, hör doch. Jetzt wird's aber ein bisschen frisch hier drinnen, findest du nicht? Nö, eigentlich nicht, nö. Mir ist eher zu warm. Bist du auch ein Händler? Du siehst... Okay, hier war ich schon mal. Ich glaube, ich bin hier noch nicht lang gegangen. Scheiß, noch mehr Abzeigungen. Das ist offensichtlich der Mechanismus, der den Aufzug steuert. Aber das werde ich jetzt lieber nicht ausprobieren. Ich habe mir fest vorgenommen, mir hier nicht gleich in den ersten Minuten meines Aufenthalts Ärger einzuhandeln. Zu spät. Du willst da doch gar nicht rein, oder? Ich weiß nicht. Okay, das ist das Dampfbad. Baustelle. Ja.
Rappers, Lift, Stallungen. Tja, wohin jetzt? Diese Pflanze sieht so aus, als... Der schmeißt mich gleich wieder raus. Im Moment ist mein Ehemann auf einer wichtigen Handelsreise durch das vordere Gotos. Wir erwarten ihn erst in einigen Mondzyklen zurück. Okay. Da war ich anscheinend auch nicht dran. Okay, hier auch noch nicht. Wozu? Ah, du bist also Melvin, der große Held, der sich getraut hat, die Drusensteine aus den verstreuten Kisten zu retten? Hattest du denn keine Furcht vor den Feuergesichtern? Nö. Zum Glück bin ich von dem Oberwachmann dort draußen weg. Wenn sich jeder so wichtig nehmen würde wie der, dann hätten wir nur noch Handelsmeister hier. Ich bin Mulan, der Handelsmeister. Eigentlich bin ich gerade ziemlich beschäftigt, da der Wahltag immer näher rückt und Listart, mein Konkurrent, unbedingt meinen Titel will. Obendrein spielt Listart gern mal ein falsches Spiel. Wie ich erfahren habe, will er, sollte er wirklich Handelsmeister werden, seinem eigenen Bruder Zistorn die Handelslizenz entziehen. Du siehst, wenn er Handelsmeister wird, dann wird es schlecht um den Fortbestand der Schachtradition bestellt sein. Vielleicht kannst du ja auch ein gutes Werk tun und Zistorn mal dezent darauf hinweisen, dass sein Bruder ihm nicht nur Gutes will. Wie die Wahl funktioniert, willst du wissen? Ganz einfach. Jeder männliche Schach besitzt eine Wahlmünze, die er dem Kandidaten seiner Wahl gibt. An einem bestimmten Tag werden die Münzen jedes Kandidaten gezählt und es gewinnt der, der die meisten Münzen hat. Ich brauche noch genau 3 Wahlmünzen, um auf der sicheren Seite zu sein. Wirst du mir helfen, sie zu bekommen? Okay. Dann gucke ich mal, wo ich ihn finde, weil ich nicht weiß, wo er ist. Toll. Soll ich nochmal mit jedem reden hier? Ach ja. Wer bist du? Im Moment ist mein Ehemann auf eine Schach, aber namenlos. Die Hausarbeit? Okay. Du warst der Verschwinde hier, Klein.
Möchtest du etwas kaufen? Bist du vielleicht der Bruder? Ich gebe dir ein paar brandneue Schuhe für nur eine einzige Goldmünze. Schlägst du ein? Okay, lass uns einen Deal machen. Halt! Du hast die traditionellen Handelsgebote gebrochen. Du hast dir die Waren ja nicht einmal richtig zeigen lassen. Das heißt, du wirst verhaftet und ab geht's ins Gefängnis. Er war's. Er dort hat die Handelsgebote missachtet. Aber ich wollte mir die Waren doch gerade erst genauer anschauen. Ich habe lediglich meine Börse schon griffbereit gehabt. Sei still. Folge mir lieber, ohne Aufsehen zu erregen. Nutze deine Zeit gut, um unsere Handelsgebote zu lernen. Du wirst sie noch brauchen, wenn du länger in Schachtern bleiben willst. Das Handeln ist nur auf dem Marktplatz gestattet. Frauen dürfen nicht handeln. Die männlichen Mitglieder der Familien haben die Pflicht, die Frauen mit allem zu versorgen, was sie brauchen, um den Haushalt zu führen. Okay. Der Handel mit Gütern, deren Warenwert 250 Goldstücke übersteigt, muss zuvor beim Handelsmeister angekündigt werden. Ich bin Rison und habe wie du die Handelsregeln missachtet. Wir sind jetzt beide hier, um sie uns wirklich gut einzuprägen. Das bedeutet, dass ich hier vor der Wahl bestimmt nicht rauskomme. Kannst du ein Geheimnis behalten? Ich habe meine Wahlmünze gut unter einer Pflanze in einer der Oasen verborgen. Sonst hätte man mir sie vielleicht abgenommen. Jeder Händler muss zusätzlich vom Handelsmeister erlassene Handelsregeln akzeptieren und befolgen. Na toll. Tauschhandel ist die eleganteste und hoch angesehenste Form des Handels. Wenn zwei Händler miteinander Tauschhandel betreiben, so ist es ihre Pflicht, dem anderen die Ware zur Prüfung vorher zu zeigen, bevor der Handel mit einem Handschlag besiegelt werden kann. Du hattest genug Zeit, die Handelsgesetze zu lernen. Du kannst gehen, aber denke an diese Regeln, wenn du den Marktplatz betrittst. Noch okay. Nicht volljährige Schach dürfen nur in Begleitung ihres Vaters oder des Handelsmeisters handeln. Handeln ist eine Kunst. Daher ist es die Pflicht eines jeden männlichen Schach, das große Buch des Handels und die Handelsgebote für mindestens 2 Jahre zu studieren, bevor er sich für die Zuteilung der offiziellen Handelslizenz anmelden kann. Nur die durch Vorlage ihrer gültigen Handelslizenz akkreditierten Schach haben das Recht, die Schatzkammern der Schach zu betreten und sich als Kandidaten für die Wahl des Handelsmeisters aufstellen zu lassen. Okay. Wo ich buddeln kann, ne? Warum? So, wer warst du? Gib acht, wenn die Pop... Steig nicht, genau. Okay. Du denn hier? Ich dulde kein... Mist. Hallo, mein Name ist Sistorn. Ich bin gestern von einer über 4 Mondzyklen dauernden Handelsreise zurückgekehrt. Ich muss mich erstmal wieder in der Stadt umsehen und hören, was es so an Neuigkeiten gibt.
Ich habe sogar Gerüchte gehört, dass mein Bruder Listat Handelsmeister werden will. Ich kann es immer noch nicht glauben. Mein eigener Bruder soll mich ausboten wollen? Unter diesen Umständen werde ich ihm meine Wahlmünze ganz bestimmt nicht geben. Bist du wirklich sicher? Woher hast du die Information? Ich wünschte, ich hätte einen Beweis, damit ich ihn Listat ins Gesicht schleudern könnte. Tja, Beweis. Beweisen wie? Hallo, junger Mann. Ich habe aber keine Eiskugel, verdammt nochmal. Ich vermute mal, wenn ich das Loch stopfen kann, dann kriege ich eine Belohnung. Und zwar die Eiskugel oder so. Ich kenne Listart ziemlich gut. Denn ich bin ja schließlich sein Freund. Aber du hast mir das Leben gerettet, also tue ich dir auch den Gefallen, ihn von zu Hause wegzulocken. Er liebt... Ah, wunderbar. Du hast mir einen Kristall besorgt. Damit kann ich mich ja dann gleich auf den Weg zu Listart machen. Mal schauen, ob er anbeißt. Hallo Listart, ich hätte da was, das ich dir ganz gerne anbieten würde. Ich nehme mal an, du bist an Kristallen interessiert. An Kristall? Das hört sich gut an. Los, halten wir uns an die alten Handelsregeln und gehen zum Marktplatz, um uns ernsthaft über diesen Handel zu unterhalten. Schön. Und ich jetzt noch wüsste, wo er war. Da oben, glaube ich. Ich muss hier lang. Das würde einer mit Knochen rasseln oder so, finde ich. Okay. Ich habe etwas gefunden. Eine Walmünze. Großartig, das hilft mir. Dummerweise habe ich dabei auch die Schaufel ruiniert. Der Herr der großen Dampfmaschine hat's gegeben und er hat's auch wieder genommen. Wie gesagt, Erklärung, warum die Schaufel weg ist. Mein Zukunftsplan für Gotos. Nach reichlichen Überlegungen bin ich zu dem Schluss gekommen, dass es nur eine Zukunft für Gotos geben kann. Ich muss den gesamten Handel auf Gotos kontrollieren und werde so jeden anderen Herrscher zu meinem Spiel beimachen können. Bald werden meine Schachagenten das Land bereisen und Waren zu von mir festgesetzten Preisen verkaufen. Die sind dann eventuell ein klitzekleines bisschen teurer als zuvor, aber dafür wird sich auch meine Schatzkammer stetig finden. Dazu muss ich mir erst gelingen, die neue Handelsmeister von Schachtau zu werden. Der neue Handelsmeister von Schachtau zu werden. Weiterhin muss ich unbedingt meinen Bruder Zistorne aus dem Gefecht setzen. Denn neben Mulorne wäre er sich der Erste, der sich meinen Plänen entgegenstellen würde. Er ist immer so erbärmlich ehrlich. Das Sicherste wird sein, ihm sofort nach meiner Wahl die Handelslizenz zu entziehen. Gezeichnet ist Tat zukünftiger Herrscher von Gotos. Ich denke, dagegen lässt sich was unternehmen.
frage mich nur, was ich mit dem Eimer soll. Die Hausarbeit? Naja, das kennen wir schon. Oh, wo war jetzt noch mal der Bruder? Fuck. Ich glaube unten irgendwo. Mal schauen. Bist du auch ein Händler? Du siehst... Nee, hier bin ich falsch. Okay. Es ist schön, dass ich manchmal die Items finde, bevor ich sie überhaupt den Auftrag kriege, sie zu suchen. Ich danke dir vielmals dafür, dass du mir geholfen hast, die Wahrheit herauszufinden. Ich gebe dir dafür meine Wahlmünze. Mir ist die Lust zu wählen jetzt eh vergangen. Du kannst damit gerne den Gegenkandidaten unterstützen. Ich sehe die Kandidatur meines Bruders aus bekannten Gründen ziemlich kritisch. Schön. So, wie viele habe ich jetzt? Drei? Ne, ich habe nur zwei. Ich kriege hier noch mal was auf den Markt. Hier von ihm habe ich ja die Münze. Jetzt bin ich etwas planlos, wo ich die weitere Münze herkriege. Wenn du mir einen Ring und einen Pilz gibst, gebe ich dir eine Eisenkugel. Schau sie dir an. Ich habe hier ein Buch. Für einen Kelch voll Met würde ich dir es überlassen. Ich bin an einem Buch interessiert. Ich kann dir ein Amulett und eine Mutter aus dem fernen Steamertown dafür anbieten. Hast du an diesem Ring hier Interesse? Für nur einen Drachenzahn ist er dein. Okay. Wenn du ein Buch hättest, würde ich dir dafür ein Ei geben. Es kommt aus den Höhlen im Süden. Okay, okay. Einen Pilz gebe ich dir noch obendrein. Ich würde dir einen Schädel und einen Pilz für dein Amulett geben. Na, was meinst du? Ach du. Ich glaube, das wird unschön. Möchtest du etwas kaufen? Oder verkaufen? Brauchst du einen Drachenzahn? Ich würde ihn dir für ein leckeres Ei geben. Ah, mein Freund. Ich hätte da ein spezielles Angebot für einen Schädel. Diesen Ring würde ich dafür geben. Okay. Stör mich nicht! Kannst du nicht sehen, dass ich beschäftigt bin? Entschuldige, Melvin. Ich kann jetzt gerade nicht. Wir bereiten gerade einen wichtigen Handel vor. Okay. Ich frage mich, wie lange der Schild eigentlich noch hält. Wahrscheinlich eine gewisse Anzahl an Schaden. Besorge dir eine Eisenkugel, repariere die Dampfleitungen, besorge drei Farmen für Molorne, finde heraus, wo sich die alte Stadt befindet. Ja, findet alles. Ja.
bloß. Ich brauche immer noch eine letzte Wahlmünze, Mel, um ganz sicher zu gehen, dass ich die Wahl gewinnen werde. Ja, schön. Was geht für dieser Kristall da oder was? Es macht Geräusche. Auch die anderen Varianten davon. Das ist die meine Energiebarriere, die Magiebarriere, die ich habe mit meinem Schutzschild. Offensivschild. Hab ich überhaupt irgendwas? Frag mich immer noch, was ich mit der Arme machen soll. Dreck. Warte mal, war nicht hier irgendwo Wasser? Und dann nicht. Was kriegen von dem Typen da unten? Mal schauen. Ich weiß echt nicht, was das machen soll. Ich könnte noch das Unentdeckte draußen untersuchen, wenn man mich rauslässt. Das scheint mir das Rohr zu sein, das ich reparieren soll. Ein Blech könnte mir hier weiterhelfen. Ja, endlich. Schön. Dass ich das nicht habe. Gut, ich werde mal versuchen, die Stadt zu verlassen. Gucken, ob mir das was bringt. Ich ja sofort rausgeschmissen bei der Frau. Hey, wo willst du hin? Zur Zeit? Ah, toll. Okay. Das hat sich erledigt. Gib acht, wenn die Pop-Pops aufstampfen, ja, ja. Ach ja. Das hätte ich gerne, ja. Ich frage mich nur, wo ich das herkriegen kann. Das ist offensichtlich der Mechanismus, der den Aufzug steuert. Aber das werde ich... Ja. Und sollte mich besser nochmal intensiv mit den Handelsregeln beschäftigen. Okay, mach das. Ach ja. Kristalle aller Art gesucht. Zahle Liebhaberpreise. Kontakt Listhart. Schachdampfbad. Verwöhn dich im Reich der warmen Lüfte. Take. Pop-Pop sucht neues Zuhause. Welcher gutherzige Schach gibt meinem alten Karawanentier ein neues Zuhause? Nur in beste Hände abzugeben. Haushaltshilfe gesucht. Sie lieben Schachnachwuchs? Das Polieren von Münzen? Dann bewerben Sie sich sofort. Kristalle aller Art gesucht. Zahle lieb. Schachdampfbad. Verwöhn dich im Reich der warmen Lüfte. Täglich geöffnet. Mm.
Ich bin an einem Buch interessiert. Ich kann dir ein Amulett und deine Mutter aus dem fernen Steamertown dafür anbieten. Hast du an diesem Ring hier Interesse? Für nur einen Drachenzahn ist er dein. Wenn du mir einen Ring und einen Pilz gibst, gebe ich dir eine Eisenkugel. Da, schau sie dir an. Ich habe hier ein Buch. Für einen Kelch voll Met würde ich dir es überlassen. Ja, ich habe auch kein Met. Brauchst du einen Drachenzahn? Ich würde ihn dir für ein leckeres Ei geben. Ah, mein Freund. Ich hätte da ein spezielles Angebot für einen Schädel. Diesen Ring würde ich dafür geben. Wo soll ich anfangen? Ich... Möchtest du etwas kaufen? Weiter. Scheiße. Ich sollte echt nochmal alles abklappern, aber das mache ich nach der Pause. Gut. Aufnahme sollte weitergehen. Weiter. Wie komme ich an irgendwas zum Handeln an? Was mache ich mit diesem Eimer? Bist du auch ein Händler? Du siehst überhaupt nicht wie einer aus. Schön, dass ich nicht aussehe wie einer. Google mit ihm zu spielen. Schön. Wo krieg ich diese blöde Scheißzeug her? Ich bräuchte ein Buch oder so. Warte mal, wo war die alle? Was willst du denn hier? Ich dulde keine Fremden in meinem Haus. Raus! Kein Plan, was ich machen soll. Das nervt mich. Aus der Stadt raus komme ich auch nicht. Nochmal danke, Melz. Naja, das bringt mir nichts. Da oben war das Gefängnis. Okay. Bist du auch ein Händler? Okay, die habe ich mir jetzt einmal angesprochen. Das reicht mir auch langsam. Die
Den Lampenbildern bringe ich auch nicht weiter. Ich hier mal rein. Das ist der Marktplatz, ne? Ja. Mal weg. Nee, da wollte ich nicht hin. Im Moment ist mein Ehemann auf einer wichtigen Handelsreise. Okay, mit ihr habe ich auch schon oft genug gesprochen. Denke ich jedenfalls aktuell. Die Hausarbeit ist wirklich das Übelste, was... Sieht aus wie so ein Geheimgang da drunter. Moment mal, das sieht aus wie Wasser. Kann ich? Ne, sieht nicht so aus. Ich hänge. Die Hausarbeit? Ja, mit dir habe ich schon gesprochen. Jetzt wird's aber ein bisschen frisch hier drinnen, findest du nicht? Ist es dir schon gelungen, das Ruhe... Nein, ich komme hier nicht weiter. Oh Mann. Ich muss auch irgendwo einen Anfang finden. Möchtest du etwas kaufen? Du hast nichts, was ich brauchen kann. Brauchst du einen Drachenzahn? Ah, mein Freund. Ich hätte da ein spezielles Angebot für einen Schädel. Diesen Ring... Brauchst du einen Drachenzahn? Ah, mein Freund. Entschuldige, Melvin. Ich kann... Stör mich nicht! Wenn du mir einen Ring und einen Pilz gibst, gebe ich dir eine Eis... Ich habe hier ein Buch. Für einen Kelch voll Met würde ich dir es überlassen. Ja, Met. Wo krieg ich Met her? Ich bin an einem Buch interessiert. Ich kann dir ein Amulett und deine Mutter aus dem fernen Steamertown. Dafür hast du an diesem Ring hier Interesse? Für nur einen Drachenzahn ist er dein. Meine Fresse, wo kriege ich mit her? Wenn du ein Buch hätte, ich würde dir einen Schädel und einen Pilz. Wo kriege ich mit her? Mit. Wo kriege ich mit? Ich gucke auf die Karte und habe keine Ahnung, wo ich mit herkriegen soll. Mit. Woher kriege ich mit?
Ist das Item hier irgendwie ein Fehler oder so? Wirkt nämlich langsam so. Wo kriege ich bloß mit her? Bist du auch ein Händler? Du siehst... Hallo, junger Mann. Wenn du ein Eisenkuchen... Ich glaube, du müsstest wissen, was hier zu tun ist. Repariere es einfach. Wie, ist mir völlig egal. Nee. Keine Ahnung, wo ich irgendwas herkriegen soll, und die lässt mich nicht rein. Was willst du denn hier? Ich... Mann. Nee, das bringt mir nichts. Nochmal. Ne, das bringt mir auch nichts. Eine Sache, die ich noch nicht probiert habe, ist die Wache nochmal ansprechen vorne bei dem Handelsmeister. Hier bin ich falsch. Hier lang. Vielleicht bedankt er sich und gibt mir irgendwas. Das wäre doch mal ein Anfang. Ja, wo ist er denn? So eine Art Thron, ne? Ja, da muss ich weiter. Zum Glück bin ich von dem Oberwachmann dort. Ich brauche immer noch eine letzte... Ja! Meine Fresse, warum... Ich übersehe doch was. Aber was? Was mache ich mit dem Dreckseimer? Im Moment ist mein Ehemann...
Hausarbeit? Ja. Was auch ätzend. Ich habe keinen Plan, wo ich Meta kriege. Bist du auch ein Händler? Weiß ich nicht weiter. Pop-Pop sucht neues Zuhause. Welcher gut... Haushaltshilfe gesucht. Sie lieben Schachnachwuchs? Das Polieren von Münzen? Dann bewerben Sie sich sofort. Ich bin an einem Buch interessiert. Ich kann dir ein Amulett und eine Mutter aus dem fernen Steamertown dafür anbieten. Hast du an diesem Ring hier Interesse? Wenn du mir einen Ring und einen Pilz gibst, gebe ich dir eine Eisenkugel. Da, schau sie dir an. Ich habe hier ein Buch. Für einen Kelch voll Met würde ich dir es überlassen. Brauchst du einen Drachenzahn? Ich würde ihn dir für ein leckeres Ei geben. Ah, mein Freund. Ich hätte da ein spezielles Angebot für einen Schädel. Diesen Ring würde ich dafür geben. Ich habe weder Met noch einen Schädel. Möchtest du etwas kaufen? Ne, keine Ahnung. Ist mir gerade zu blöd, echt. Gut, ich breche hier ab, für diesen Part. Ich denke, er ist auch lang genug. Tschüss, auf Wiedersehen und bis zum nächsten Mal. Dann speichere ich noch und dann... Ja, keine Ahnung, wie ich jetzt weiterkommen soll. Keine Ahnung. Ich... kann nichts machen. Ich weiß nicht, was ich machen soll.